Sonne hatte ich bestellt und Nebel habe ich bekommen. Dazu orkanartigen Sturm. Aber ich mache das Beste draus. Es ist so anstrengend. Na wunderbar. Wunderbar? Ja, wunderbar. Für den Kameramann ist es auch anstrengend. Der keucht ja auch schon. Und verfahren kann man sich ja eigentlich auch nicht, es ist ja alles ausgeschildert. Wenn man bergab fährt, verfährt man sich nicht. Skifahren ist ein Lebensgefühl. Breite Schwünge ausfahren oder steile Passagen angehen. All das gibt's am Fichtelberg. Nutzt die Winterzeit. Die höchstgelegene Stadt Deutschlands ist dick in Schnee gehüllt. Ich sage, bahnfrei am Fichtelberg. Hallo René, gehen wir rodeln oder was? Ja, wir gehen jetzt rodeln. Hallo. So, sag mir mal, wo es lang geht. Wir gehen jetzt zur Gondel. Ja. Geht's erstmal hoch auf den Berg. Ich habe mich warm angezogen, ich habe den Helm dabei. Sehr gut, sehr gut. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Hier, die Rosi rein. Ach so, doch. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, wie das jetzt hier abläuft? Wir steigen erstmal die Schwebebahn ein, oben natürlich auf dem Plateau wieder aus. Wir geben uns dann zum Start von der Rodelstrecke und dann geht es durch den Wald, 1740 Meter eben runter. Ja, wie lange fährt man da ungefähr? Das kommt auf die Geschwindigkeit drauf an. Ich sag mal, gemütlich fährt man schon eine halbe Stunde. Das ist ja schon eine Menge eigentlich, ne? Ja, ja. Sollte man auch beim ersten Mal tatsächlich langsam angehen. Ja, Schwebebahn bietet seit diesem Jahr einen Rodelpass an, das heißt 4 Fahrten zum Preis von 3, das ist optimal. Kann man sich beim ersten Mal in Ruhe angucken, die Strecke, und dann beim zweiten Mal Spaßfaktor erhöhen. Bei Bedarf schwebt alle 7 Minuten eine Kabine nach oben, bis in den Abend hinein. Also es ist ja eigentlich schon ein Service, dass man mit der Schwebebahn hochfährt. Ja. Man braucht den Schlitten nicht weiter ziehen, man ist dann oben und kann direkt runtersausen. Ne? Ganz das genau. Das ist so das Coole hier. Richtig. Wir passieren Stütze 3. Die Sicht ruft schon fast nach dem Nebelhorn, aber macht nichts. Ich habe mich entschieden, heute wird gerodelt. Ja, das sind wir auch schon auf dem Fichtelberg. Ja. 1215 Meter. Fichtelberg Sachsens. Leichter Schneefall, das ist optimal. Zeig mir doch am besten mal, wie ich mich da jetzt hinsetze und wie das würde ich dir mal kurz meinen Helm geben. Ja. Also die Leine halten wir erstmal schön in der Hand. Wir können uns natürlich bei der Fahrt auch auf die Leine setzen, wenn wir das wollen. Ja. Die Füße immer schön nach vorne, nicht nach hinten einknicken lassen. Das könnte wehtun. Und im besten Fall die Hände hier hinten schön mit ran. Leicht eingelehnt und trotzdem schön stabil. Der Strecke ist relativ hügelig und kurvig, dass man nicht so schnell vom Rodel runterrutschen. Was mir auch auffällt, der ist ganz schön flach, der Schlitten. Als die, die ich eben sonst kenne. Genau, genau. Es ist, man könnte fast sagen, ein aerodynamisches Design. Ja. Ne? Aber dadurch hat man auch die Füße näher am Boden und kann auch eine größere Bremswirkung erzielen. Wie verhält man sich denn am besten auf der Rodelstrecke? Immer schön mit Weitsicht fahren, ne? Und darauf achten, dass man eben nicht alleine im Wald ist, dass es auch immer andere gibt. Und eben wirklich das Wichtigste, die Füße vorne lassen, dass man immer bremsbereit ist und auch wirklich direkt zum Stehen kommt, wenn es denn sein muss. Und verfahren kann man sich ja eigentlich auch nicht, es ist ja alles ausgeschildert. Wenn man bergab fährt, verfährt man sich nicht. Sollte man abbiegen, geht es dann auch irgendwann mal berghoch, dann ist man definitiv falsch. Okay. Und mir kann auch nichts passieren, denn René kennt sich hier bestens aus. Da werden wir schon sicher unten ankommen. Dann geht los, ich komme dir hinterher. Na, das ist doch schon fast olympisch auf der längsten Touristenrodelbahn Sachsens. So. Ja, also ist gar nicht mal so ohne. Ne? Man muss schon vor allem in den Kurven aufpassen. Man sollte generell gerade hier den Waldweg ein bisschen langsamer fahren. Unbedingt. Ne? Deswegen, das habe ich gesagt, die Füße wirklich im Schnee behalten. Ja. Das können die Steinpassagen, die zwischendrin sind. Aber macht schon Spaß. Definitiv.
Kurzer Abstieg, wir kreuzen den Schlepplift und die Abfahrtstrecke Himmelsleiter. So. Ach, ist das schön. Ich hab gedriftet. Der erste Driftversuche. Wow, geil. Ich hätte nie gedacht, wie viel Spaß das macht. Mindestens dreimal sollte man schon rodeln. Erst dann bekommt man ein Gefühl für die Bahn. Ja, dann komm. Ach, komm her. Alles gut. Wir Vielen sehen Dank. Uns. Es war sehr schön. Das Räderwerk läuft, die Zug- und Tragseile sind gespannt. Wir gehen auf eine besondere Probefahrt mit dem Chef der Schwebebahn. Ja, wir fahren heute besonders langsam, weil wir heute einen ganz besonderen Anlass haben. Wir haben heute eine Trauung hier in der Fichtelberg-Schwebebahn. Und da soll natürlich auch die Fahrt ganz romantisch sein. Und deswegen geht es gemütlich auf den Berg. Und die Technik gibt es her, damit wir mit Schleichgeschwindigkeit von Tal zu Berg fahren können. Schweben ins Hochzeitsglück. Christine und Erik proben, wie es künftig ablaufen könnte. Wo werden sie ihr Jawort geben? Wo die Ringe tauschen? Standesbeamtin Sarah Schlosser zieht viele bildliche Vergleiche. Einmal hat man Kaiserwetter. Eine ruhige Fahrt und die herrlichste Aussicht. Und bei der nächsten Fahrt kann es sein, dass Wind aufzieht und es doch einmal ein bisschen schaukelt. Sie beide vertrauen darauf, dass sie die Talfahrten am besten gemeinsam bewältigen können. Und sie wissen, dass sie zu zweit mehr Hochstimmung erleben und das Beste aus dem Leben machen können. Bitte schön. Dann der große Moment an der Seilbahnstütze 3, der Tausch der Ringe. Nun warten alle auf den Hochzeitskuss. Ein Traum. Inmitten märchenhafter, schneeweißer Szenerie fahren die jungen Brautleute ins Eheglück. Christine und Erik gaben sich im letzten Jahr im Rathaus ihr Jawort. Auf Wunsch der Schwebebahngesellschaft schlüpften sie noch einmal in Anzug und Brautkleid und fühlen sich wie im siebten Himmel. In über 1000 Meter Höhe sagen sie von ganzem Herzen noch einmal Ja zueinander. Für mich geht es nun auf die Skipiste. An meiner Seite Martin Lützendorf. Er kommt aus einer Skifahrerfamilie. Während sich sein Großvater im Slalom jeden Steilhang hinabstürzte, interessiert sich Martin eher für den Aufstieg. Fällt es dir einfach so ganz locker auseinander? Ja. Zack. Dann am besten wirklich gucken, dass die Klebefläche zusammenbleibt. Nur vorne das erste Stück so ein bisschen abziehen. Mhm. Dann greifst du dir den Ski dazu. Und das ist beim Scott wunderbar. Du klickst das wirklich nur einfach hier vorne ein. Perfekt. So, und dann ist es eigentlich relativ easy. Ziehst dir das unten drunter raus. Wichtig, bei Wind und Sturm immer festhalten. Ja. Wir sind schon über diverse Skipisten gerannt. Aber das haben wir ja heute zum Glück nicht. Genau. Und dann das Ding einfach nach hinten so ein bisschen spannen, sauber auflegen. Zack, und dann ist er schon fest. Okay. Und das war's dann. Kannst du mir mal erzählen, was der Unterschied ist zum normalen Ski, den man Der so Unterschied kennt? Zum normalen Ski ist der, dass der Ski zum einen deutlich leichter ist als ein normaler Ski, damit du wenig Material mit auf den Berg nehmen musst. Zum zweiten hast du eine sogenannte Pinbindung. Dazu passend hast du hier an deinem Schuh diese zwei Löcher. Da greifen letzten Endes diese zwei Pins rein. Mhm. Hinten der Fersenautomat wird ein Stück zurückgeschoben, damit du letzten Endes, wenn es dann steiler wird, deine zwei Steighilfen noch nutzen kannst. Aha. Wichtig ist immer, wenn du drin stehst, verriegeln. Okay. Ich habe mich ehrlich gesagt immer so im Skiurlaub gefragt, wenn ich schön im Lift saß und so andere gesehen habe, die gerade die Piste hochlaufen, warum man das überhaupt macht. Warum? Du bist
größtenteils alleine. Mhm. Also du hast ein ganz anderes Naturerlebnis als der gemeine, sagen wir mal, Skifahrer. Du tust ein bisschen mehr für deine Kondition, ja? Weil ich sag mal, von hier sind es 303 Höhenmeter bis auf den Fichtelberg. Die musst du erst mal laufen. Mhm. Und ja, es ist für mich ein anderes Erleben der Natur und ein anderes Erleben auch des Skifahrens, weil du dir jede Abfahrt durch einen Aufstieg arbeiten musst. Ja. Und das ist dann einfach der Hintergrund, was den besonderen Reiz vielleicht ein bisschen ausmacht. No? Bist du dieses Jahr schon hochgelaufen? Ja. Immer dann, wenn Neuschnee ist. Ja. Immer dann, wenn hier möglichst wenig Leute sind und das auch gerne mal so frühzeitig wie heute. Einmal einfädeln. Vorne. Jawohl. Oh. Ist eine Pinbindung. Vorne Pins greifen. Hoffentlich gleich rein. Einfach hinstellen, zack, vorne sind wir eingerastet, wunderbar, vorne gesichert, hinten frei. Ja, kann's losgehen. Kann losgehen. Wunderbar. Aber da muss man schon ganz schön sportlich sein, ne? Damit ja, schauen wir mal, wie es um deine Fitness heute steht. Nicht so. Jetzt verkauf dich nicht unter Wert, wir laufen einfach mal los. Auf geht's, okay. Ganz locker. Gut. Und den Ski ganz locker, einfach über den Boden schieben, führen. Oh Gott, das kann. Geht das so? Ja, völlig, völlig gut. Versuch wieder deinen Rhythmus zu finden. Das ist immer wichtig, dass du ein bisschen einen Rhythmus hast. Aber ich staune, dass das doch so gut, also dass man nicht nach hinten rutscht, wollte ich sagen. Das ist wunderbar. Wenn du doch mal ein bisschen eisigere Bedingungen haben solltest, kannst du dir noch ein Harscheisen unten drunter machen. Ja. Dann geht das sogar bei eisigen Bedingungen. Aber aktuell haben wir hier am Fichtelberg bombastische Wintersportbedingungen. Der Schnee ist doch eigentlich heute perfekt, oder? Ja, heute für uns immer perfekt. Weil wir sind ja letzten Endes nicht darauf angewiesen, dass irgendein Lift fährt oder irgendwas. Mhm. Und wir können uns frei, easy, einfach in der Natur bewegen den ganzen Tag. So, und jetzt versuchen wir nicht die Spitzen auseinanderzubringen, sondern du läufst ganz normal weiter. Keine Entenfüße. Keine Entenfüße. Was sind Entenfüße? Dass du versuchst, so zu machen. Ach so, ja. Ne? Also immer gerade. So, wie geht's dir? Also ich muss wirklich sagen, wenn das jetzt hier so steil aufgeht, ne? Ja. Das ist wirklich richtig anstrengend. Ja, es ist ganz Körpersport. Also ich muss echt sagen, ich hab's echt unterschätzt, ne? Es ist so anstrengend. Na, wunderbar. Wunderbar. Erzähl mir mal von deinem Event, was so jährlich, einmal im Jahr ist das, ne? Einmal im Jahr. Steigfellmetzelei. Steigfellmetzelei machen wir hier mit 100 Teilnehmern, limitiert. Ja. Da haben wir hier ein ganz tolles Skitouren-Event. Und da kommt noch dazu, dass die Teilnehmer das bei der Nacht machen. Also wir starten erst um 17 Uhr. Es ist finster, mystisch, so ein paar Sturmlampen, die durch den Wald gehen. Ja. Also tolle Geschichte. Wie weit läuft man da? Also wir laufen insgesamt 15 Kilometer. Dort sind 1642 Höhenmeter versteckt in insgesamt 8 Aufstiegen. Also das, was wir heute hier machen, machen die 8 Mal am Stück. Und das für jeden Lift, der in Oberwiesenthal existiert. Wahnsinn. Für dieses nächtliche Ski-Event brauchte Martin viele Unterstützer. Vor allem Befürworter bei der Fichtelberg-Schwebebahn. Denn nachts präparieren die Pistenraupen die Hänge. Skiwanderer haben da keinen Platz. Deshalb steigt die nächtliche Skitour auch nur einmal im Jahr. Unser Ziel ist das Fichtelberghaus. Bei bissigem Wind sind wir allein auf der schwarzen Piste. Weil das Tourengehen am Pistenrand immer populärer wird, hat inzwischen jedes Skigebiet seine eigenen Regeln. Was erlaubt ist, muss man unbedingt vorher erklären. In Oberwiesenthal gilt, wenn Nachtskifahren angesagt ist, darf man unter Flutlicht auch die Piste hinauflaufen. Auch er ist ein cooler Skifahrer, Steven Busch. Viele seiner Skier gingen zu Bruch. Das weckte seine Neugier zu schauen, was eigentlich in so einem Ski drin steckt. Nun strapaziert er seine eigenen Bretter. Deine Marke, die heißt ja Ore, das bedeutet Erz, oder? Genau, richtig. Genau. Also das Erzgebirge ist, auf Englisch heißt das Ore Mountains und wir haben uns das Ore davon geklaut. Denn ich finde es immer wichtig, dass eine Marke auch so ein bisschen Heimatbezug hat. Was ist so besonders an deinen Skiern? Also das Besondere ist, dass die natürlich erstmal aussehen wie so ein Ski von früher. Ne? Mhm. Die haben eine Echtholzoberfläche.
Ja. Also ein Echtholzfurnier. Auch einen Echtholzkern und ansonsten sind die aufgebaut wie ein klassischer Abfahrtsski auch, also verschiedene Schichten miteinander verleimt. Da ist ein Carbon mit drin, Fiberglas, Epoxidharz. Eine richtige Rennlaufsohle, Stahlkern, also du kannst damit richtig Ski fahren, aber ich finde, die sehen halt ein bisschen schöner aus. Also der Kern ist aus Esche, das ist ein sehr massives, stabiles Holz. Und dann ist eben obendrauf ein Carbon, unten drunter ein Fiberglas. Und das macht den Ski halt flexibel. Ne? Du merkst, du kannst ihn biegen, ohne dass er bricht. Und der schnippt auch zurück. Und genau das soll der machen, dass der halt wirklich aggressiv am Berg ist, dass du einen guten Kanten halt hast. Ja, dass du damit einfach sportlich fahren kannst. Wir gehen zum Wiesenhang. Ich darf die Skier ausprobieren und bin sehr gespannt. Mal sehen, wie es sich so anfühlt. Meinen letzten Skiurlaub hatte ich im vorigen März. Es fühlt sich einfach anders an als mit Alpinskiern. Das fährt sich einfach komplett anders. Aber es fährt sich auch irgendwie schön. Also man merkt die Huckel irgendwie nicht mehr so, finde ich. Das Oder? Ist richtig. Ne? Die Skis sind ein bisschen weicher wie so der klassische Alpinski. Ja. Aber halt auch ein ganzes Stück länger, viel breiter. Denn bei einem Freeride-Ski brauchst du halt länger und breiter, um im unwegsamen oder tiefen Tiefschnee voranzukommen. Reichlich 3 Kilometer Luftlinie trennen den Fichtelberg vom Keilberg auf tschechischer Seite. Beide Skigebiete haben ihren Zauber. Am etwas höher gelegenen Keilberg verfangen sich oftmals hartnäckiger Nebel und Raureif. Wie eine Kältekammer wirken diese Wetterphänomene. Der Eispanzer schützt Pisten und Loipen vor Wärmeeinbrüchen. Das beobachtet Stephen Busch immer wieder. Die Eisnebel verleihen den historischen Keilbergturm ein bizarres Antlitz. Und ganz da hinten ist das Fichtelberghaus. Beide Berge haben ihren Reiz. Wir sind im Erzgebirge, das heißt, es gibt keine menschgemachte Grenze für mich, egal ob Fichtelberg oder Keilberg. Am Keilberg hast du ein paar mehr Pistenkilometer, ungefähr 30. Fichtelberg ein paar weniger, dafür ist es da etwas ruhiger, entspannter, die Pisten nicht so überlaufen. Ich mag beide Berge. Hier am Keilberg hast du halt meistens bis Mitte April noch Skibetrieb, weil Nordseite. Und ja, da hast du ja eine ganz schön lange Saison im Erzgebirge, fast 4 bis 5 Monate Skibetrieb. Tolles Winterfeeling auch bei den Skilangläufern. Der erste sonnige Wintertag und die historische Schwebebahn kommt leicht an ihre Grenzen. Ein bisschen ist es noch so wie früher. Sehen und gesehen werden. Der Skihang als Laufsteg der Eitelkeiten. Ultimatives Skiglück. Aber manch einer bleibt auch beim frisch Gezapften hängen. Kutscher Christoph Kaufmann ist heute auch draußen. So einen Wintertag lässt er nicht verstreichen. Alle seine Schlitten sind bei diesem Kaiserwetter unterwegs. Das ist wie ein Treffer im Lotto. Diese Gäste hatten den richtigen Riecher und bestellten ausgerechnet an einem Bilderbuchsonntag eine Schlittenfahrt. Egal ob zu Fuß, auf Brettern oder mit dem Schlitten durch diese schöne, verschneite, weiße Landschaft hier. In Oberwiesenthal kann man wirklich sehr viel Spaß haben. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Und sage ciao.